Hallo und herzlich willkommen aus Kienz in Südtirol zum ersten Testspiel im diesjährigen Sommertrainingslager hier in Italien. Also, Ball wird ein bisschen rutschiger, geläuft ein bisschen schneller. Jetzt haben wir Melvin Bigacardi. Jetzt muss das Tor da sein. Henrik Koch, jawohl, da ist es. 1:0 für Arminia Bielefeld in der 25. Spielminute. Und es macht der 17-Jährige, es macht Henrik Koch. Legt ihn da in die Mitte und Henrik Koch eiskalt in die lange Ecke rein. Das ist richtig gut bis jetzt. Jetzt nehmen wir erstmal die nächste Chance mit Mika Schröers. Und da ist das 2:0. Mika Schröers versenkt den Ball nach Vorlage von Henrik Koch. Vor dem Tor, hat ja schon im ersten Testspiel gegen den ASC Dortmund getroffen. Lukas Kunze, jetzt hat er mal ein bisschen Wiese vor sich. Nimmt er den Abschluss? Nee, legt drauf auf Biancardi, damit viel Dynamik wieder in die Mitte zu Henrik Koch. Und jetzt sitzt er. Henrik Koch mit dem 3:0. Wieder nach Vorlage von Biancardi. Das war doch mal richtig sauber und trocken durchgespielt. Jetzt sind wir aber erstmal wieder im Strafraum. Mika Schröers und den versenkt er. Trocken in die lange Ecke. Trocken mit Spann in die lange Ecke. Und jetzt sehen wir hier den Anpfiff zur zweiten Halbzeit. André Becker. André Becker und der sitzt unter die Latte. 5:0. Oben ins Fangnetz rein, genau unter die Latte. Mit einem ordentlichen Wumms. Auch dann werden wir natürlich wieder live übertragen. Das aber Zukunftsmusik. Gucken wir erstmal hier wieder ins Spiel, denn da fällt das nächste Tor. Kaito Mizuta macht in der 53. Spielminute das 6:0. Da direkt schafft. Der ist richtig schwer, der Ball, den er da nimmt. André Becker verpasst noch, aber Kaito Mizuta ist mitgelaufen. Freitag das Fanspiel habe ich noch vergessen, dass wir halt mit den Fans hier gemeinsam gegen Staff noch Fußball spielen. Jetzt fällt dir aber erstmal das nächste Tor. Da muss ich kurz dazwischen grätschen. Am Freitag beim Fanspiel werden sicherlich auch viele Tore fallen. Aber jetzt nehmen wir erstmal die, die hier auf dem Platz fallen. Und der den Ball annimmt, aus der Drehung abschließt und das 7:0 erzielt. What I hear from all the players. Oh, now we have Mael scoring. Yes, goal. Tor. Ja, sehr gut. Is this something you trained? Like the short free kick? 8:0. Sehr schön, das freut mich für unseren Kapitän. Everyone knows me over there, how I play. Oh, next goal maybe here. It's Marius Wörl, yeah. And he scores. Third assist for Nassim in the second half. Yeah, a lot of players who play now for the Dutch team. And we see the next goal before we miss it. Oh. Terry, I missed it. Your teammate scores. It's Kaito Mizuta. Kaito Mizuta macht das 10:0. Es wird zweistellig. Eben beide drauf schauen können, da sehen wir Nassim Bujelab, der da wieder mit einem scharfen Ball vor die Kette. Henrik Koch, 10:0 Testspielsieg gegen die Plustertal-Auswahl. Wie zufrieden bist du mit dem Spiel? Ja, man kann auf jeden Fall zufrieden sein. 10:0, die Gegner haben es auch gut gemacht. Wir haben unsere Abläufe gemacht und ja, wir können auf jeden Fall mit dem Ergebnis zufrieden sein. Du hast selber 2 Tore geschossen, 1 aufgelegt. Wie wichtig ist das in so einem Testspiel? Ja, ist natürlich immer schön, Tore zu schießen. Kriege ich auch gut rübergelegt davon. Merv muss ich nur noch einschieben und ja, freut mich immer, Tore zu schießen. Der Trainer hat eben gesagt, man hat das ein oder andere Tor gesehen, was so ein bisschen im Training einstudiert wurde, wo es die Passform vorher schon mal gab. War eins deiner Tore da so ein bisschen dabei? Ja, das waren so die Abläufe, die wir immer wieder drin hatten. Verlagerung, immer dann Flanken vorher, Stürmer auf ersten Pfosten, Außenstürmer auf zweiten Pfosten. Kaito hat ja auf dem zweiten Pfosten da die Dinger immer weggemacht, den Nassim perfekt vorherspielt. Also da waren auf jeden Fall alle Abläufe fast drin. Jetzt haben wir das erste Testspiel gespielt, ist so ein bisschen Halbzeit im Trainingslager. Wie zufrieden, wie glücklich bist du hier mit der Woche so? Ja, also die ersten paar Tage sind überlebt. War sehr anstrengend, sehr intensiv, aber hat auch immer Spaß gemacht. Und jetzt haben wir noch ein Testspiel vor der Brust und Trainings und wir machen uns jetzt hier topfit und dann geht's weiter. Noch ein Wort vielleicht zu dem Drumherum. Jetzt haben wir viel über das gesprochen, was auf dem Platz passiert, neben dem Platz, Kulisse, Hotel. Wie seid ihr da bis jetzt zufrieden? Boah, wir waren ja schon letzte Saison hier. Und also das Hotel ist top, das Essen ist top, also wir freuen uns immer hier hinzukommen. Der Weg mit dem Fahrrad zum Trainingsplatz ist einfach geil. Hier wird man richtig zusammengeschweißt mit der Mannschaft und es macht einfach Spaß. Sehr gut, dann machen wir doch genauso weiter. Danke dir, Henrik. Gerne. Mitch Knier, 10:0 Sieg gegen die Pustertal-Auswahl hier im ersten Testspiel des Sommertrainingslagers. Wie zufrieden bist du mit der Leistung der Mannschaft? Sehr zufrieden, wir haben einen Elfmeter reingemacht. Das heißt, auch da sind wir einen Schritt weiter. Ansonsten ja, zweistellig geworden. Fangen wir einfach wieder ein bisschen zäh, aber ist, glaube ich, auch
ja, irgendwo auch normal gegen so einen Gegner. Aber ansonsten kann man schon sehr zufrieden sein. Ich hatte eben Jeremy Hiltermann im Live-Kommentar, der gesagt hat, man hat viele Tore gesehen, die aus Trainingsübungen so ein bisschen resultiert haben. Hast du das auch so gesehen? Ja, genau. Also ich glaube fast alle. War uns auch wichtig, dass wir genau die Abläufe, die wir morgens oder auch davor die Tage trainiert haben, dass wir die heute im Spiel sehen, haben wir gesehen. Deswegen kann man auch da einen Haken dran setzen. Wir haben so ein bisschen Halbzeit im Trainingslager. Wie machen sich die Jungs bis jetzt? Wie geht's weiter? Genau, also morgen werden wir ein bisschen runterfahren. Morgen machen wir ein Team-Event. Das heißt, jetzt gerade sind die Jungs, glaube ich, am Anschlag. Kriegen jetzt so ein, zwei Tage, wo es ein bisschen ruhiger wird. Und dann ist halt Samstag nochmal das letzte Spiel, der letzte Test. Und danach heißt es dann Vorbereitung auf den nächsten Gegner. Und wie zufrieden bist du mit den ersten 4 Tagen Trainingslager bislang? Sehr zufrieden. Und nicht nur, weil die Inhalte gepasst haben, sondern weil die Jungs auch wirklich ans Limit gegangen sind, haben sich immer wieder gestrafft, weil ich weiß halt auch, wie es ist mit den schweren Beinen. Dann fahren wir mit dem Fahrrad immer hoch und runter, was auch, glaube ich, ein bisschen ungewohnt ist. Und deswegen bin ich auch von der Seite aus sehr zufrieden. Danke dir, Mitch. Und dann machen wir doch so weiter. Danke. Bis dann. Macht's gut. Ciao.